Mist. Ist passiert. Alles gut. Öde. Ich hätte nämlich so ruhig hinklettern lassen können. Ray, bist du verletzt? Nö. Einmal darfst du raten, Schlaumeier. Aber wenn du noch patzige Antworten gibst, ist es wohl halb so wild. Schau an, eine kleine Schar von Störenfrieden. Die Schwachen jagen immer im Rudel, was? Hier könnten wir ein gutes Foto für die Kinder ab durch die Linse. Pudu. Fertig. Das muss reichen. Falsches Foto. War genau außerhalb der Grenze. Hier ist ein Vertrauter. War jetzt schon Mobbing, ne? Ne, da ist gar kein Vertrauter, da ist ein Dingens. Das ist eine Stadt. Na gut. Hier kann uns nicht viel passieren. Sei nicht unglücklich. War ja jetzt schon Mobbing, ne? Diesen Kampf musst du vermutlich schnell über die Bühne bringen. Ja, kein Stress. Mobbing. Habe ich was von Mopping gehört? Ah, oh, Mopping. Mop, Mop. Hey. Hm, riecht gut. Hm, riecht immer noch gut. Hm. Gemobbt. Ab, ich glaube, hier ist kein Foto. Ist dieses Wischmobbing? Ja. Ach, das ist da oben eine Höhe, hochklettern wir dich nicht. Ups. Mopping auf Fisch bestellt. Auf Fisch bestellt!
Where's my fiddle? Das ist aber kein gutes Mobbing, ne? Kein gutes Mobbing. Aber ist auch gut. Hier ist immer noch der Landsitz von der Tante. Meine Fresse, ist das Gebiet riesig. Gibt's auch da hinten. Seid ihr eigentlich auch so müde? Hey, ab heute kann man Gamescom-Tickets kaufen. Der Themenwechsel. Dann geht's meinen Freunden schon eher. Nun tu doch was! Was denn? Sogar welche gewonnen? Ich auch! Oh, arme Katze! Armes, leidendes Ding! Streichelt dich keiner? Entschuldigung. Was ist das? Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Katzen ist manchmal echt schwer. Ja, Katze müsste man sein. Da sitzt man schon präsentabel auf dem Stuhl und wird einfach nicht gestreichelt. Schrecklich. Danach sieht es aus. Sei vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Foto! Hey, das hier sieht echt einmalig aus. Habe ich Zeit für ein Bild? Nur nicht rumtrödeln. Naja, muss nicht unbedingt. Das war knapp. Vor allem für mich. Oh. Das hilft nicht viel. Das ist okay. Und trotzdem genug Schaden. Das habe ich gebraucht. Jo, was bist du denn? Und ich hatte schon Bedenken, du könntest zu Schaden kommen. Oh, du machst dir's. Na schön, dann knipse ich mal schnell. Jetzt fast den ganzen Arbeitstag auf den Stuhl und werd auch nicht gestreichelt. Oh. Beschwer dich mal bei deiner Freundin. Nice. Annehmbar.
Bibliothek. Visorias Geschenk an Ethia. Früher hielt Tante Olas ihrem Volk oft Ansprachen über die entscheidende Wichtigkeit von Bildung für eine bessere Zukunft. Sie ließ Worten Taten folgen und ließ in ganz Ethia Bibliotheken erbauen, die sie mit weisen Büchern aus jedem der vier Reiche füllte. Viele Einwohner Ethias erwarben kostbares Wissen über die Welt aus diesen sorgfältig lekturierten Werken und gaben es nach ihrer Rückkehr an ihre Familien und Gemeinden weiter. Schauen wir mal nach. Die Kriegsschiffe Teil 2. Kriege ich erst Teil 1? Da ist das. Nur für alle Fälle. Leute, dann bitte mit weißen Büchern. Da fehlen noch die Buchstaben. Visoria, die gute alte Zeit. Ein Gemälde von Visorias ältester und ehrwürdigster Bibliothek. Für die Bewohner Visorias war Wissen die allerkostbarste Ressource, weshalb sie Institutionen wie diese erbauten, um den Menschen die bestmögliche Chance zu gewähren, es sich anzueignen. Der allgemeine Bildungsstandard war so hoch, dass selbst kleine Kinder in entlegenen Dörfern lesen konnten und dies auch mit großer Freude taten. Wird es je wieder so aussehen? Nicht so lange der Bruch besteht, fürchte ich. Ich glaube, wir sind fast da. Ich bin super. Ich glaube, hier wurde früher Viehzucht betrieben. In New York City kriegt man sowas nie zu sehen. Dort bekommst du wohl auch selten Monster zu sehen. Ah. 12.04.3874, Widerstand in Visoria. Die Reddick setzten ihren Marsch durch Visoria fort und die tapferen Verteidiger Essias fielen ihnen weiterhin zum Opfer. Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, Bürger wurden gefangen genommen. Und schon bald beherrschten die Invasoren den größten Teil des einst stolzen Reiches. Aber unsere heimatlichen Heere gerieten noch immer nicht ins Wanken. Sie leisteten Widerstand und verwehrten es in Reddick, das Land endlich in den Bürgergriff zu nehmen. Es war zweifellos dieser unsterbliche Wille, dieser unerschütterliche Glaube im Angesicht unüberwindlicher Widrigkeiten, der es ja Streitkräfte in der darauf folgenden großen Schlacht vorantrieb. Offenbar ein Kriegstagebuch. Und wie es aussieht, hatte der Verfasser ziemlich viel zu erzählen. Das sind etwas mehr, als mir lieb wären. Na, jetzt weiter nichts ist. Oh ja. Oh, komm schon. Oh oh. Stürz dich vorerst nicht in die Offensive, hörst du? Okay, danke für die Warnung. Komm nur! Nee, das funzt nicht. Alles klar! Yeah.
Kraft. Dankeschön. So. Eieieiei. So, da unten war irgendwo ein Vertrauter, ne? Eine Herausforderung wäre schön. Nein, Kitty Cat. Das nehme ich mal mit. Großer Aster. Keine Sorge, das geht schnell. Ich will es hoffen. Die habe ich letztes Mal gesucht. Einfach nicht gefunden. Jetzt kriege ich es aufweise. Gut, aber hey. Nicht zu gut zu sehen. Hast du versehentlich alle vergrauen? Wieso versehentlich? Krieg ich hin! Kann es weitergehen? Das war zu früh. Aua. Nichts dagegen. Nein. Lass mich raten. Schurken in der Nähe. Helles Köpfchen. Was ist schon Bonus Paul mit Pflanzen? War's auch, aber halt nicht damit. Alles andere. Kiste! Turm. Nee. Gut. Wir behaupten weiter in die Richtung. Dort vorne ist unser Ziel. Begeisterung.
Er wird stärker. Was? Wer? Der Bruch, was sonst? Konzentrier dich lieber. Zu früh. Nein! Ah ja, ist gut, ist gut, ist gut. Den wäre das doch ein Segen, wenn ich sterbe. Das war gar nicht übel. Es war in Ordnung, ja. Etwas gefallen. Keine Sorge, das geht schnell. Ich will es hoffen. Warte mal. Kann ich sehen. Wieso habe ich das Gefühl, eine Katze beobachtet ist? Miau. Geht. Ja, hallo. Oh, brave Mietzi. Meine Güte, eine richtige Katzenflüsterin. Sigrun, eine von Tante Olas Vertrauten. Sie scheint keine Angst vor dem Bruch zu haben und genießt das Leben in Vosioria in vollen Zügen. Sigrun war eine der wenigen Gelehrten in Ethia, die sich mit Physik befasste, und man konnte sie oft dabei beobachten, wie sie im Namen der Forschung verschiedenste Dinge mit ihren Pfoten herumschubste. Einige Kognoszenten diskutierten hinter vorgehaltener Hand darüber, ob ihre Studien womöglich nur als Vorwand dienten, um spielen zu können. Sigrun ignorierte den Tratsch und gab allgemein nicht viel auf die Meinung anderer. Katze geht. Direkt zu dir in die Hütte. Hoffe ich doch. Bah. Wir sind da! Das ging erstaunlich schnell. Noch eine Runde? Ich glaube, ich habe einen Lauf. Wie schön, dass du mit Elan bei der Sache bist.
Gehen wir erstmal in die eine Hütte. Und von da in die andere. Upsa. So.